So, meine Lieben, ich sage ganz herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 15 im Karrieremodus mit Red Bull Leipzig, anscheinend dem YouTube-Team der Stunde. Ich sollte es auch spielen, ihr habt entschieden und jetzt gucken wir erstmal zusammen hinein. Was können wir denn so in Transfers machen? Ihr habt schon ganz tolle Sachen gepostet, dafür erstmal ganz, ganz herzlichen Dank. Ich habe mir heute vorgenommen, mir so ein paar Leute anzugucken und dementsprechend eben zu überlegen, ob wir diese Spieler auch verpflichten können, wollen und sollen. Wir fangen an auf meiner Liste mit einem deutschen Spieler. Ich werde so die, ich sag mal, vier genannten oder mehr genannten Spieler auf jeden Fall jetzt mal angucken und so zwei, drei, wo ich gesagt habe, oh toll, den könnte ich mir auch vorstellen. Das werden wir tun. Wir gehen nach Leverkusen als allererstes und gucken mal, wo, was wir hier so finden. Ein Mittelfeldspieler von euch gewünscht. Es war Julian Brandt, der ist hier. Der hat, oh, da, was ist der denn? Das war jetzt falsch. Das, ach, so geht's auch? Nee, so hier, ne? So. Guck mal, den können wir leider nicht angucken, aber das ist zum Beispiel jemand, den setzen wir auf die Wunschliste. Da könnten wir uns auch mal überlegen, ob wir eine Anfrage loslassen. Ein aufregender Mann für die Zukunft, denke ich halt auch. Guter Junge, könnte was werden bei uns. Und deswegen habe ich den auch sofort mit draufgenommen. Ja, da hat mir einer geschrieben, ich soll die Bruno-Leihe nach Salzburg aufhören. Das machen wir dann. Jetzt gehen wir aber weiter abgrasen. Und zwar bleiben wir in der Bundesliga und gehen mal ein Team weiter. War auch drei, glaube ich, drei oder viermal sogar gewünscht. Das ist ja von meinen wenigen Abonnenten, die ich in Anführungsstrichen habe, echt toll. Und da geht es dann aber um den Keeper, um Timo Horn. Natürlich ist der überall beliebt und natürlich auch bei mir. Auch da werden wir mal eine Anfrage loslassen und werden auf die Wunschliste nehmen. Gucken, was da so geht. Timo Horn ist interessant, auf jeden Fall. So, dann haben wir hier natürlich auch einen interessanten Spielertypen. Vom FC Bayern München, der könnte uns persönlich auf jeden Fall weiterbringen. Da handelt es sich um einen Mittelfeldspieler. Nicht um Gaudino, nein. Nicht um Heubjak, nein. Nicht um Kurt, nein. Es geht um, Moment, wo ist er, wo ist er? Da ist er, Mitchell Weiser, der ist immer interessant, finde ich. Der ist richtig interessant und für den werde ich ebenfalls eine Anfrage loslassen. Das ist doch wohl klar. Der Vertrag läuft vor allen Dingen auch aus. Also das ist ein hochinteressanter Spieler für mich. Für unser Team wäre das super geil, wenn der kommen würde. Und dann habe ich natürlich hier auch noch einen Verteidiger für euch rausgesucht aus der Bundesliga, der anscheinend interessant sein soll für euch. So, was haben wir denn hier, liebe Freunde? Wo haben wir sie denn? The most hated club in the German League. Habe ich ihn übersehen? Da ist er. TSG 1899 Hoffenheim. Und da handelt es sich selbstverständlich um Niklas Süle. Auch der ist für mich interessant. Den werden wir auch einmal eine Anfrage zu machen. Wir werden weitersehen. Und dann werden wir gleich noch ein paar Tage weitergehen. Aber so, jetzt muss ich auf meine Liste gucken. Einen Bundesligaspieler habe ich vergessen. Zwei sogar, sehe ich hier. Süle habe ich. Jetzt gucken wir noch bei Hamburg vorbei. Wir wollen ja von allen Spielern was wissen. Wo haben wir sie denn? Den HSV, da ist er. Am Wochenende 0-0 den Bayern abgerungen, hat mir gar nicht gepasst, aber okay. Ich gönn's ihnen, weil ich bin so ein verkappter kleiner HSV, zumindest Befürworter. Ach ja, geht gar nicht. Jonathan Tah ist ja ausgeliehen. So ein Mist, habe ich ganz vergessen. Stimmt ja, Jonathan Tah ist ja ausgeliehen. Den kriegen wir nicht. Und deswegen gehen wir dann wohl zum letzten Bundesligisten. Die anderen muss ich wohl mit Namen suchen, denn ich kann sie nicht zuordnen. Wo haben wir denn? Da ist er. Der VfB Stuttgart und deren Sturmjuwel Timo Werner, der hier als Mittelfeldspieler geführt ist, ne? Den wollte ich mir auch angucken. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Auch ein geiler Typ, oder? Romeo. Timo Werner, linkes Mittelfeld, der ist auch ziemlich cool. Auch da werden wir die Anfrage loslassen zu und werden mal gucken, was die Herrschaften so an Geld wollen. So, jetzt muss ich, wie gesagt, noch zweimal so suchen. Beziehungsweise einmal bin ich der Meinung. Ist immer so eine Sache. Sollte aber gehen. Moment, so. Müssen wir das hier nur zurücksetzen, ne? X'en. So, Spielername. Ich mach's spannend. S-O-R. Wo ist es? I. Jetzt kommt er schon oben. Hm, wohl nicht. Soriano. Wo ist denn das? Ah, das habe ich schon verraten, ne? Naja, egal. Ich hab's versucht, geheim zu halten. Soriano, da ist er ja. Jonathan? Ne, ist er nicht da. ZM? Ne, das ist er nicht. Von denen ist sicherlich keiner gemeint. Ein Stürmer wäre da angeblich gemeint. Ich habe ihn nicht gefunden. Das erklärt auch warum. Ruhig nochmal drunter schreiben, wer da gemeint ist. Vielleicht habe ich es auch einfach falsch jetzt abgelesen. Keine Frage. Bin ja auch nicht perfekt. Ich gucke gerade nochmal eben in den Kommentaren. Bin aber der Meinung,
dass genau das, was ich jetzt gesagt habe, so stimmen soll. Kleinen Moment, ich bin extra nochmal am Gucken. Ah, ich finde den jetzt gar nicht, ich will ja auch nicht langweilen hier mit rumgucken. So, aber noch habe ich einen anderen Spieler hier drauf und das ist erneut ein Tar. Ich weiß aber nicht, wer das sein soll, ob das jetzt derselbe Tar ist, den ich meine. So, müssen wir gerade mal gucken. Ich kenne den, glaube ich, gar nicht. Beltar? Nö, den gibt es hier auch nicht. Also, keine Ahnung, wer da gemeint ist. Liebe Leute, die das drunter geschrieben haben, vielleicht nochmal drunter schreiben, was das soll. Keine Ahnung habe ich da jedenfalls und davon eine Menge. So, jetzt aber noch einmal in die zweite Liga, denn da kommt unser letzter Mann, wo ich gesagt habe, okay, das ist echt eine interessante Geschichte für mich. Wo haben wir ihn? Zweite Bundesliga. Hoppala. Mann, Eismännlein, was ist denn los mit dir hier? Jetzt hat mich das so verwirrt. Fortuna Düsseldorf ist es und natürlich handelt es sich um einen Angreifer. Und Moment, ist er im Mittelfeld geführt oder was? Ja, Mats Boley ist im Mittelfeld geführt. 23 ist mir eigentlich schon fast zu alt, habe ich ja gesagt mit 23. Deswegen setze ich dir mal nur auf die Wunschliste, mache noch kein Angebot. Hatte ja gesagt, dass maximal 22, 23 sein sollten. Ja, das waren jedenfalls so die Typen, die ich mir heute alle rausgesucht habe von euch. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal 2, 3 Tage weiter und hören mal, was die Herrschaften haben wollen für ihre Spieler. So, da haben wir das schon. Unsere Anfrage für Mitchell Weiser 1,2 Millionen. Timo Werner 11 Millionen. Okay, das ist vielleicht ein bisschen verrückt. Die Ziele machen. Entschuldigung, machen wir mal weg. Alter, Timo Werner für 11 Millionen. Haben die denn eigentlich was im Tee oder was? Lassen wir es mal gut sein. 11 Millionen ist mir ein bisschen zu viel wie den Jungspund. Das lassen wir stehen. Aber Mitchell Weiser für 1,2, das lasse ich mal offen. Nein, Timo Werner lösche ich. Mitchell Weiser für 1,2 ist hochinteressant. Zumal wir auf dieser Seite dann mit Demme ja auch, ja, da kann man noch was machen, denke ich. Aber ich bin noch nicht fertig. Wir warten mal noch einen Moment. So, da sehe ich wieder drei neue Nachrichten. Wer sagt es denn? Julian Brandt, 11 Millionen. Sag mal, haben die denn irgendwie was am Brett? 10 Millionen auch für Timo Horn. Alter, Süle, 4 Millionen. Eieiei. Also, Freunde, da geht was. Brandt 11. Timo Horn 10 Millionen, das sind natürlich Summen, die sind zu heftig. Hier für Timo Horn würde ich jetzt, ich lasse jetzt mal eine Anfrage los, mal ganz ehrlich. Und zwar mit dem, ich würde mal sagen, dass ich da den Torwart mit reinnehmen würde, den Trader, also den Trade machen würde mit der Koitori, aber da werden wir nicht weit mitkommen, fürchte ich. Wir gucken mal eben hier. Ja, Fran, Paulsen, Ernst, Heidinger, die sind ja nichts wert, ne? Fandrich ist noch was wert dagegen. Was haben wir denn hier noch so vom Wert rumlaufen? Der ist schon was am meisten wert, aber keine Ahnung. Ich mache jetzt einfach mal ein Verlegenheitsangebot von 3 Millionen und Torwart. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie annehmen, aber man kann es mal probieren. Andernfalls wird es halt interessant. Da werden wir ihn nicht bekommen. Auch Julian Brandt für 11 Millionen, indiskutabel, viel zu teuer. Süle und Weiser sind interessante Spieler, aber auch 4 Millionen für Süle, weiß ich noch nicht, ob ich die bezahlen will. Weiser würde ich sagen, den hole ich für. Ich sag's mal so: Für Weiser gebe ich mal, da er auch nur noch ein Jahr Vertrag hat, 700.000. Mal sehen, was die Bayern sagen für 700.000. Weil die haben ihn noch nicht verlängert und der wäre ein interessanter Spieler für uns. Wie gesagt, Süle ist auch interessant, aber schweineteuer. So, und dann haben wir ein paar Tage jetzt hier rum. Da kommt die Antwort. Inakzeptabel, das habe ich mir fast gedacht. Ja, dann ist es eben so. Dann soll es das auch gewesen sein. Da hat sich das Thema Timo Horn auch erledigt. Das ist natürlich ganz bitter für mich und für euch natürlich ebenfalls. Ja, dann bleibt momentan nichts anderes übrig, als zu warten, ob die Bayern Mitchell Weiser annehmen. Und da warten wir auch nur noch maximal, genau, super. Angebot ist akzeptiert für 700.000, kommt Mitchell Weiser zu uns, wenn er denn jetzt, was haben wir denn dann, Gehaltsbudget haben wir noch 7.000, gut, da müssen wir gleich ein bisschen dran schrauben. Torprämie nicht, aber Länge ist 4 und Rolle im Kader ist definitiv. Ja, wichtiger Stammspieler machen wir mal, oder? Rotationsspieler, keine Ahnung. Wichtiger Stammspieler, Rotationsspieler. Ich denke, wir machen das mal. 8.000 und wichtiger Stammspieler. Das sieht ganz gut aus. 4-Jahres-Vertrag für den wäre natürlich super. Und dann müssen wir uns überlegen, was wir weiterhin tun. Wir gucken jetzt gerade mal hier unten in diesen globalen Transferkram rein, was da so drin steht. Guck mal an, wir haben 4-Sterne-Typ. Nicht schlecht, oder? Jede Position und Vertrag ist aber nur bis 5. Guck mal an hier. Qualität Spielmacher, vielversprechend. Haben sie von selber gemacht, wa? Das finde ich ja ganz nett. Ich finde das ja
Von der Sache her nervt mich dieses Transferfenster, auch wenn jetzt Schuto, schönen Gruß an Schuto, sagen wird, ich habe auch keine Ahnung davon. Da hat er nicht ganz unrecht. Mich nervt dieses Transferfenster. So, jetzt gucken wir mal jede Position. Was haben wir denn hier so drin? Interessantes. Jakob, Pledel, Sassi, Timoren, ja. Wie gesagt, kann man sich nicht leisten. Wir gucken mal, speziell an der Zeit, gerade was Torhüter angeht, da brauchen wir auf jeden Fall einen. Der Ersatzkeeper von Stuttgart ist das und das ist Robin Heller von Fortuna Düsseldorf. Auch der. Was hat denn der für eine Gesamtstärke? Würde mich ja schon mal interessieren, bevor ich da zuschlage. Das sieht nicht sonderlich gut aus, um ehrlich zu sein. Da müssen wir noch ein bisschen beobachten. Ja, Horn, wie gesagt, ist ein überragender Keeper, ist noch nichts zu machen. Hier haben wir Dominik Heinz von Lautern, da warten wir auch noch ein bisschen. Angreifer haben wir Sebastian Jakob. Okay, naja, vielleicht fällt euch gleich noch was ein. Bledel, so, was haben wir hier noch? Nedelev. Toran Hazard, aber der ist leider nur ausgeliehen. Das wäre auch ein richtig cooler Typ. Salah. Und Okan Chinar, Sassi, nee, nee, Leute, da bleibt uns gar nichts anderes übrig, als zu warten. Und ich weiß, warten ist weder für euch schön noch für mich. Wir müssen es leider tun, weil ich einfach keine Chance habe. Wir gehen jetzt nochmal in die Zentrale, machen noch einmal weiter und hoffen, dass Weiser unterschrieben hat und ihr dann dementsprechend weiter Gas geben könnt. So, jetzt geben wir ein Transferangebot hier. Mitchell Weiser kommt dazu, wunderbar. Ich freue mich sehr darüber, das nehmen wir an, das Angebot. Vielen Dank, Mitchell Weiser wechselt zu Red Bull Leipzig. Jetzt müssen wir da erstmal noch gucken, bevor wir jetzt hier dicke Hose machen. Ja, Nationaltrainer ist total scheiße. Transferangebot für Joshua Kimmich. Da gucken wir gleich erstmal. Gradation, Mitchell Weiser. Ja, das ist so auch meinen Glückwunsch. Wo ist er denn? Zumindest auf die Bank muss er, ja. Wo ist er? Mitchell Weiser. Und über den Kader machen wir uns dann selbstverständlich an anderer Stelle Gedanken. Fandrich, Hierländer, Hohenleder, Rettlinger. Keine Ahnung. Lassen wir den hier erstmal draußen gerade. Der Beuth muss mit natürlich. Rebic, auch geiler Typ. Und jetzt kann ich auch Bulli mal bieten eigentlich. So, was haben wir jetzt gesagt? Was hatten wir eben für ein Angebot? Kimmich. Da wollen wir mal gucken, was kann der denn so? Hoppala. Nein, das wollte ich da gar nicht. Nein, das wollte ich nicht. Genau, hier wollte ich hin. Alter, was ist denn jetzt hier? Keine Elfmeter. Nein, zurücksetzen. Meine Fresse, was ist denn das für ein Schiss? Was habe ich denn da jetzt gemacht? Ich bin ganz aufgeregt. Eine Million für Kimmich. Gucken wir gleich nochmal. So, jetzt sind wir wieder da, wo ich hin wollte. Ist noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig alles. Spieldetails auf RS. Kimmich. Nein, das ist falsch. Ich werde wahnsinnig. Ich werde echt wahnsinnig. Ruhig bleiben, ganz ruhig bleiben. Oh Mann. So, wo kann ich den sehen? Hier oben. Alter. Leck mich fett. So, jetzt wieder. Jetzt habe ich es gerafft, endlich. So, hier haben wir Kimmich. Wunderbar. Jo, der hat ja ganz nette Werte eigentlich, ne? Was wiegt der? 70 Kilo, der kleine Scheißer. ZM. Abfang ist ganz gut. Andere ist ganz gut. Beweglich ist er. Balance ist ganz nett. Also der ist eigentlich nicht schlecht. Ne? ZM. Ja, da würde ich erstmal sagen, den behalten wir erstmal. Auch wenn ich noch nicht weiß, wie viel Spiele er machen wird. Aber das Transferangebot werden wir mal zögern machen. Wobei Wert 250 und Angebot ist 1 Million. Also das ist schon hart, ne? Aber ist auch was 19, Joshua Kimmich. Ich mach mal zögern, weil ich ja einfach noch gar nicht weiß, wie ihr das so. Wenn ihr noch so vorschlagt, da weiß ich noch nicht. Also, wenn ich 2 Millionen bekriegen würde, würde ich nicht nein sagen. Aber wir wollen erst mal gucken. So, jetzt gehen wir in die Mannschaft hinein, gehen auf Transfers und gehen auf Spieler verkaufen. Und gucken mal. So, wir haben Weiser gekauft. Gucken wir mal. Das ist denn der teuerste Spieler ist Bruno. Den haben wir ja verliehen. Im rechten Mittelfeld. Das ist natürlich ein guter Junge, keine Frage. Massimo Bruno. Ja, da habt ihr recht. Ne? Guter Kommentar. Der kann auch ZM spielen. Das ist natürlich ganz geil. Echt ganz geil. Dafür holen wir den zurück. Was kostet das denn? Laie von 180 Millionen. Och, das ist ja geschenkt, ey. Allerdings wird er natürlich durchdrehen, wenn er bei mir spielen muss. Verliehen Red Bull Satz. Das kann man noch als Option ziehen. So, Sabitzer ist ja genau dasselbe. Der ist auch verliehen. Was kann der denn? Der ist auch nicht schlecht. Marcel Sabitzer, der Österreicher. Rebic haben wir geliehen und Weiser haben wir gekauft. So, was haben wir denn hier im Sturm als erstes? Wer kann denn da gehen? Vrahn ist natürlich alt. Beuth ist interessant. Andre hat aber nur 72. Paulsen, der ist natürlich sehr schnell. Rebic, der ist ja eh nur geliehen, der soll mich nicht weiter interessieren. Und Daniel Fran, der ist natürlich cool, aber ist auch alt. Und ich denke, den können wir eigentlich verkaufen mit 27, auch wenn man Führungsspieler eigentlich behält. Aber den setze ich auf die Transferliste.
Auch wenn er stark ist da, ne? Aber als Stürmer denke ich, nee, haben wir genug. So, was haben wir hier? Kalmar, Khedira ist klar, Fandrich. Fandrich und Hirlender, das sind zweimal die gleichen Spielertypen, glaube ich. Hat natürlich einen sehr guten Antritt hier, der Clemens Fandrich. Beweglich ist er auch. Was sieht denn die Stärkenwerte aus? Ja, oh, 32 nur. Und das hat ZOM. Kann auch nicht sonderlich gut skillen, ist 23, über den kann man nachdenken. So, Hirlender ist hier. Ah, der hat, glaube ich, ja, Stärke auch nur 50, aber das kann auch kommen. Der ist auch 23 zu 0. Also von denen würde ich mich auch von beiden trennen, ganz ehrlich. Weil, wenn wir den einen zurückholen würden, ja doch, durchaus. Also Fandrich machen wir weg. Und Hirlender machen wir weg. Ach, der ist kürzlich zum Verein gestoßen, den haben sie geholt. Okay. Dann wohl eher nicht. Dann lassen wir ihn erstmal drinnen. Verleihen kann man immer noch. Teigl. Oh, Heidinger hier. Das ist da auch ein Mann, der muss weg. Das sehe ich doch schon. Kimmich, hier ist er. Nein, der bleibt. Das sehe ich schon. Sebastian, der kann auf jeden Fall weg. 30-jähriger Innenverteidiger. Tim Sebastian, das geht gar nicht. Der darf gerne gehen. Transferliste. So jung. Franke, Innenverteidiger Franke. Was haben wir denn da? Hohneder. Wobei auch der hier. Aber der kann auch gehen. Leute, wir brauchen Verteidiger. Das würde ich ja wohl mal ganz klar sagen. Wir brauchen Verteidiger. Niklas Hohneder ist mir auch zu österreichisch. Nein, Spaß beiseite. Einfach auch alt und wir brauchen Verteidiger. Keine Frage. Haben wir noch Ernst? Was kann der so? Außer Ernst sein. Henrik Ernst, zentrales Mittelfeld. 60, auch der kann erstmal gehen. Mal sehen, wer am Ende dann wirklich gehen muss. Bellot, auch hier haben wir noch einen Stürmer. Mathys Morris, den werden wir auf jeden Fall gehen lassen. Auf die Transferliste setzen. Klostermann, Rechtsverteidiger, das hört sich gut an. Tomalla, ZOM. Die können wir ja verleihen hier. Zumindest Palacios Martinez. Den können wir verleihen mit 19 Jahren. Der kann vielleicht mal was werden. Wobei der Vertrag, genau, im Verein seit 2014, den werden wir leihen. Domaschke behalten wir logischerweise. Und wie sieht es mit ihm hier aus? Was kann er denn so? Smail Previak oder sowas. Der ist verliehen an Red Bull Salzburg. Okay, das ist schon mal sehr gut. Und der Däne. Ja, der Däne. Geil. Bredo, wie viele Spieler haben die eigentlich im Kader, Alter? Und Levis Strauss haben sie also auch? Levis Strauss hier. Jonathan Patrick Strauss. Okay. Nehmen wir auch auf Leihliste. Und dann werden wir auf jeden Fall jetzt mal gucken. Offensiv sind wir eigentlich relativ gut aufgestellt, so muss ich ehrlich sagen. Wo ist denn meine Wunschliste? Damit ich hier nochmal drauf gehen kann. Und zwar auf Maths Bowley. Mal sehen, was der kosten soll. Anfrage zu Bowley machen wir. Jo, Leute, und dann sind wir schon am Ende des Parts angekommen, weil ich einfach mehr Transferwünsche von euch brauche. Also ihr seht es, defensiv drückt der Schuh so ein bisschen. Auch nicht wirklich schlimm, denn wir haben Verteidiger, aber einen Defensiven wäre ganz nett. Und so zwei, drei Spieler, sage ich mal. Auch noch ein Außenverteidiger. Kann gerne angeboten werden. Leute, haut in die Tasten, lasst es qualmen. Ich bin heiß auf eure Tipps. Freue mich auf den nächsten Part. Wünscht mir einen Daumen nach oben und weiter so kommentieren. Vielen Dank dafür. Das läuft richtig cool an. Ich freue mich auf viel mehr mit euch. Ciao. Und haut rein.